So viel Andrang herrscht selten in Mainz. Aber wer gegen die Bayern spielt, steht nun mal naturgemäß im Mittelpunkt. Während andere Trainer angesichts der Münchner Dominanz eher resignieren, geht Thomas Tuchel in die Offensive. Natürlich trauen wir uns zu. Wie haben Sie gesagt, auch daran zu denken. Natürlich musst du auch in einem winzigen Teil deines Herzens und zu einem gewissen Grad musst du den Mut haben, an die Sensation zu glauben, sonst wird sie nicht möglich sein. Man braucht definitiv eine Sensation. Denn seit 50 Bundesligaspielen sind die Münchner unbezwungen. Seit 50 Bundesligaspielen sucht die Konkurrenz vergeblich nach Rezepten gegen den Rekordmeister. Tuchel will es mit Glück probieren. Dass wir auch den Teil des Spiels, den man nicht beeinflussen kann, der Zufall, das Matchglück, bis hin zu vielleicht auch strittigen Schiedsrichterentscheidungen, dass wir dann für uns am Samstag in Anspruch nehmen, das alles auf unserer Seite zu haben, wenn es dann klappen soll, ja, das ist klar. In Mainz macht sich niemand Illusionen. Bayern München ist die Übermannschaft. Wir werden unsere beste Leistung brauchen und das können wir nicht, indem wir sie bewundern und indem wir nur noch herausstellen, wie herausragend gut sie sind. Das ist hinlänglich bekannt, wir erkennen das in vollem Maße an. Aber jetzt am Samstag versuchen wir das auf jeden Fall auf unsere Art und Weise ins Spiel hinzubekommen, das vielleicht dann auch die Sensation bereithält.